So, jetzt fragen wir ihn noch den Du, Rest. Mac? Ja? Goal das nächste Mal aufhalten, das ist eine gute Idee. Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Hm? Denk dran, noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Ja. Was? Nehmen wir das. Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Nein, das hier ist nicht unsere Zeit. Wir sollten nichts anfassen. Zu spät. Blödsinn. Wer nichts anfasst, hinterlässt auch keine Spuren. Das gilt für die Zeit genauso wie für Wenzels Pudding. Und was sollen wir tun? Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort. Und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Deponia zu kommen. Hatte ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst! Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Pah, Deponia retten kann ich auch von hier aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Ha! Geistesblitz! Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia bewohnt ist, dann ist die Inspektion unnötig. Sie werden das Hochboot zurückrufen. Potzpoldi, dann kämen wir doch noch rechtzeitig nach Deponia, um den Zeitreset zu verhindern. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Goal auf Elysium. Schlussfanfare, Vorhang zu, Happy End. Standing Ovations. Und am nächsten Tag geht derselbe Vorhang wieder auf. Und dann wieder. Und wieder. That's Entertainment. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Okay. Wie war doch gleich mein brillanter Plan? Du wolltest beim ja, gut. Oder Schluss. Bis später. Später. Oder früher. Oder beides. Oder beide. Ja, was mache ich denn hier? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. So? Da ist noch Musik. Leider kenne ich. Nanu. Toni hatte recht. Nicht alles ist lustiger mit Monsterfußpantoffeln. Ich muss mich wohl doch beim Bestattungsdienst entschuldigen. Okay. Nanu, nicht... Ich muss mich wohl... Nicht doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Das mit dem Gegengewicht ist mir immer noch so ein Rätsel. Jetzt ist ein Rad... Moment. Ja. Das mit dem Ton ist so ein... Ich weiß nicht. Das ist ganz komisch. Ja. Ja, dann kann ich ja nur zur Funzone. Funzone? Dann nicht auf! Aber ich hoffe, ich muss das jetzt nicht noch einmal machen. Funzone verlassen. Ja. Moment. Funzone, ja. Was ist, wenn ich die andere Seite rausgehe? Ach, dann lande ich auch da. Da hängt man Dinge auf. Kleiner Tipp. Den da. Den Schlegel. Ha! Tada! So. Ältestenrat. Ha! Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu Betreutes wohnen. Bällebad. Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Okay. Den Drink nehmen wir.
Reden wir mal mit dem. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne. In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber... Ha, die Spaßpunkte, das hat sich erledigt. Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche... Oder natürlich... Ja, gut. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Ah. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Ach nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, doppel auch nee. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Wow. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Wow. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Kann ich damit irgendwas machen? Man braucht keine Leselampe, um hierin das Potenzial für ein furioses Rufus-Manöver zu erkennen. Ulysses Helm. Man braucht kein... Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Was haben wir hier rechts? Ach, das ist der ganze Raum. Ja, gut. Dann schauen wir mal in den anderen Bereichen vorbei. Chill-Out-Zone. Den leeren... Kann ich jetzt... Ha! Erstmal gucken wir Habitatring. Achso, das ist der. Funzone? Nein. Chaotzone? Streicheltiere, Klappe, Rotlicht. Das nehmen wir mal. Das kann ich bestimmt austauschen mit dem anderen. Datasettenfach. Datasette habe ich nicht. Streicheltiere. Volpatinga-Generator. Oh. Oh. Hier gibt's das schlimmste Achievement im Spiel. Man muss jede Kombination irgendwie da herstellen und es gibt knapp 300? Und die muss man auch irgendwie klonen und das... Alter, da werde ich noch meinen Spaß haben. Das werde ich zum Glück nicht im LP machen müssen. Nur das Richtige muss ich herausfinden. Und das weiß ich nicht. Reden wir mal mit dem. Bist du einer von den Ältesten? Ja. Aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche.
Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Gehen wir mal nach da oben. Reden wir mit dem Ältesten. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Ach, die Stimme. Ich störe ihn. Achso, mehr kann ich hier nicht machen. Gehen wir durch die Tür. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Okay, da kann ich nicht hin. Und hier? Oh, hier ist ja viel. Das ist eine Klappe. Wurstzingswurst. Alles hier erinnert mich an Goal. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Immer mit dem. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Wow. Wow. Wurstthings Wurst. Der Automat für ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Oh. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Das ist... Kann ich den Trick damit benutzen? Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Oh, ich hab damit fast gerechnet. Das wollte ich eigentlich... Weil er war fast offensichtlich. Okay, dann kann ich hier erstmal nichts weitermachen. Funzone, Chairout und ja, gut. Haben wir alles, also den. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Okay, dringt damit. Da ist noch Musik drin. Leider kennt... Oh. Jetzt wäre der perfekte Augenblick für eine leuchtende Glühbirne über meinem Kopf. Nicht? Das ist auch so schon. Vielleicht so. Nicht alles. Im Grunde gilt das nur für Pudding, Huhn und vielleicht noch Muskelgewebe. Was? Nicht alles wird besser mit Haut. Im Grunde gilt das nur für Pudding, Huhn und vielleicht noch Muskelgewebe. Puddinghaut. Da ist noch leider... Da schwimmt tatsächlich bereits ein bisschen Haut obendrauf. Das ist auch so, vielleicht soll... Ja gut, dann gehen wir nochmal zum Ältesten, Dings. Warte. Also es gibt viele Leute, die keine Puddinghaut mögen, aber ich würde sie essen. Jetzt habe ich Hunger, nein. Mann, bitte. Aua, Reis! Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Wow. Hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Das ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Bitte was? Wow. Moment. Und wer braucht diesen... Voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. Ein Aluhut. Und wer braucht den? Der Älteste hier? Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsver... Auf Elysium außer einem Verwaltungssystem? Wer braucht denn den Aluhut? Und was ist ein Bestechungsver... Nee, das bringt nichts. Das ist auch so. Vielleicht...
untere Schleusen. Aluhut. Kannst du Goal beim nächsten Mal diesen Aluhut geben? Wie denn? Ich werde ihn dann doch noch gar nicht haben. Deine Ausreden waren auch schon mal lustiger. Du. Ja. So. Nur um. Ich bin mir mittlerweile ziemlich. Grillt. Ganz genau. Und. Okay. Eigentut, es macht. Ich dachte, da wäre noch irgendwas Wichtiges. Habitatring vielleicht, irgendwas. Ich brauche auf jeden Fall irgendwo für den Aluhut. Nicht doch. Das wäre. Oh, Echsenhaut. Echsenhaut? Wie wär's mit Echsenhautvorhängen? Nein, solche hatten wir in unserer alten Wohnung. Sie werden einfach zu schnell ledrig. Und sie stinken mit der Zeit. Verstehe. Aus demselben Grund haben wir Tonis Oma in ein Heim gegeben. Da schwimmt tatsächlich. Ja, wie kriege ich einen roten Ton hin? Ich will meine zweite Chance. Nee. Aluhut. Ich will meine Genus. Puh. Ich denke, hier an der Stelle geht es beim nächsten weiter und bis dahin beim Kane Jones.